Eine Brustvergrößerung ohne sichtbare Narben auf der Brust. Diese Methode ist relativ unbekannt in Deutschland. Vergleichsweise zu dem submammären Zugang oder dem periarylären Zugang bietet die Brustvergrößerung über die Achselhöhle viele Vorteile. In diesem Video erfahren Sie alle Informationen zu den verschiedenen Zugangswegen für die Brustvergrößerung. Mein Name ist Dr. Alavi. Bis gleich. Plastic Surgeon. Im Laufe der Weiterentwicklung sicherer und zufriedenstellender Zugangswege haben sich verschiedene chirurgische Zugangswege etabliert. In diesem Video erfahren Sie alle Vor- und Nachteile der verschiedenen Zugangswege. Mein Name ist Dr. Alavi. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn Ihnen das Video gefallen hat, einen Kommentar und einen Daumen hoch zu hinterlassen. Die in Deutschland am häufigsten gewählten Zugänge sind tatsächlich der submammäre Zugang, das heißt der Zugang unterhalb der Brustfalte, aber auch der Zugang über die Brustwarze, der sogenannte periareoläre Zugang. Relativ unbekannt ist die Methode über die Axilla, das heißt über die Achselhöhle und vor allem die Verwendung eines Endoskops als minimalinvasive Form der Brustvergrößerung. Der größte Vorteil der Brustvergrößerung über die Achselhöhle ist tatsächlich, dass keine Narbe im Bereich der sichtbaren Brust entsteht. Mitunter werden schon in fast allen chirurgischen Fächern endoskopische chirurgische Zugangswege gewählt, um einfach minimalinvasiv zu operieren. Dahingehend hat es sich in der plastischen Chirurgie noch nicht so weit etabliert, dass minimalinvasiv operiert wird. Die Patientenzufriedenheit und die Ergebnisse sind vergleichsweise zum submammären Zugang sehr gut und zufriedenstellend. Es konnte also kein erhöhtes Risiko oder eine erhöhte Komplikationsrate über den endoskopisch transaxillären Zugang gesehen werden. Beim ersten Beratungsgespräch ist zunächst einmal das intensive Gespräch mit Ihnen relevant. Hier klären wir zunächst einmal, was Ihre Wünsche sind und wie wir diese umsetzen können. Hierbei ist es ganz wichtig zu definieren, welche Ziel-BH-Größe Sie anstreben und wie wir das umsetzen können. Dabei ist auch die Klärung des Zugangsweges essentiell. Das heißt, hier müssen wir auch genau klären und definieren, ob der Zugang über die Unterbrustfalte, über die Brustwarze oder möglicherweise auch über die Achselhöhle eine gute Methode wäre. Pauschal kann man nicht sagen, dass der eine oder andere Zugangsweg besser geeignet ist. Man muss individuell mit Ihnen klären, welcher Zugangsweg zu Ihrer Brust am besten passt. Dennoch gibt es in Deutschland nicht viele plastische Chirurgen, die die Brustvergrößerung über die Achselhöhle anbieten. Die Brustvergrößerung über die Achselhöhle hat daher den Vorteil, dass die Narbe in der Achselhöhle verbleibt und nicht im Bereich der sichtbaren Brust vorhanden ist. So ist es bei relativ kleinen Brüsten der Fall, dass man tatsächlich nicht über die Unterbrustfalte eine Brustvergrößerung anstreben sollte, da dann die Narbe sehr sichtbar ist. Hier bietet sich vor allem der periareoläre Zugang an, das heißt über die Brustwarze, oder tatsächlich über die Achselhöhle. Der endoskopische Weg ist dahingehend vorteilhaft, da nicht sehr viel an Schnitt durchgeführt werden muss. Das heißt, die Inzision zum Einbringen des Implantats ist nicht sehr groß, maximal 3 bis 4 cm. Nach Inzision im Bereich der Achselhöhle die Präparation der Implantattasche. Anschließend erfolgt dann die Implantatpositionierung. Dann ist der Zugang über die Achselhöhle nur mit 3 bis 4 cm vergleichsweise sehr klein. Bei der Planung sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst einmal ist auch bei den Implantaten zu klären, ob man anatomische Implantate oder runde Implantate wählen möchte. Zudem ist auch die Frage zu klären, ob texturierte oder glatte Implantate zu wählen sind. Je nachdem, ob schon bereits Operationen bei Ihnen durchgeführt sind und in welcher Positionierung die Implantate vorab liegen, ist eine genaue chirurgische Analyse und Durchführung gut zu planen. Betrachtet man die Popularität der Zugangswege, so ist die Brustvergrößerung über die Unterbrustfalte am beliebtesten, da sie auch am häufigsten bekannt ist. Danach kommt der periareoläre Zugang und anschließend der transaxilläre Zugang. In der Summe ist also der transaxilläre Zugang nicht sehr bekannt. Nur wenige Kliniken innerhalb Deutschlands führen diese Operation so in dieser Form auch durch. Bei der Betrachtung der Nachteile der Brustvergrößerung über die Submammärfalte sind auch einige Nachteile vorhanden. Hierbei muss der Chirurg exakt planen, wo genau die Narbe zu liegen kommt, wenn die Brustvergrößerung durchgeführt worden ist. Zudem muss man auch davon ausgehen, dass die Narbe, die entsteht, gut abheilen muss und keine Wundheilungsstörungen in diesem sichtbaren Bereich entstehen. Diese Nachteile hat man über den Zugang
über die Achselhöhle zunächst einmal nicht. Jedoch ist auch bei verzögerter Wundheilung die Narbe dann nicht im sichtbaren Bereich der Brust. Zusammengefasst bieten nicht viele plastische Chirurgen in Deutschland die Möglichkeit der Brustvergrößerung über die Achselhöhle. Sie bietet viele Vorteile, die Erfahrung ist jedoch nicht überall vorhanden. In den wissenschaftlichen Nachuntersuchungen, die wir durchgeführt haben, zeigte sich kein Nachteil im Vergleich zum submammären Zugang oder den periareolären Zugang. Das Wichtigste bleibt weiterhin das intensive Patientengespräch und die Klärung, welcher dieser Zugangswege am besten zu Ihnen passt. Mein Name ist Dr. Alavi. Wir freuen uns über einen Daumen hoch und einen Kommentar, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video, Ihr Dr. Alavi.